Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Ich bin gerade am Kartoffelschälen für unser nächstes Gericht. Aber eigentlich ist heute ja ein toller Tag. Ne? Ich habe schon ein bisschen DayZ gezockt heute. Echt geil, hat Spaß gemacht. Sind natürlich viele Idioten da unterwegs, aber es nützt ja nichts. Dann ist Weihnachten vorbei. Letzter Tag heute im Jahr, also sprich Silvester. Viele sind bestimmt zu Hause jetzt und sind schon am Vorbereiten für ihre Gäste heute Abend. Was ja auch ist, schon wieder ein bisschen schwierig ist mit Corona, aber ist ja ein ganz anderes Thema. Ich bin neulich angeschrieben worden aus unserer Community von jemandem, der unsere Bechamelkartoffel geguckt hat und der hat mich gefragt, ob ich mal Rahmblättle machen kann. Klar können wir das. Ich habe ein bisschen recherchiert, wir haben das jetzt schon zweimal ausprobiert. Dafür bin ich jetzt gerade dabei und schäle unsere Kartoffel. Während ich ja jetzt noch ein bisschen Kartoffel schälen muss, läuft gleich unser Intro. Und in der Zeit könntet ihr ja, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, uns schon mal abonnieren. Und am Ende des Videos würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, könnt ihr ja auch die Glocke betätigen. Ach übrigens, wenn ihr auch Ideen habt für uns, um dass wir mal irgendwas kochen sollen, aber nur ernst gemeinte Vorschläge, dann schreibt sie einfach unten rein. Dann versuchen wir das einfach mal zu machen. So, jetzt kommt unser Intro und ich werde mal eben meine Kartoffeln hier zu Ende schälen. So, Kartoffeln sind gewaschen, sind geschält, natürlich in einer anderen Reihenfolge. Und jetzt schneide ich die halt in so Streifen runter. Ich habe jetzt meine Kartoffeln hier runtergeschnitten. Das ist so die Menge, die wir halt brauchen für zwei Personen. Ich habe wieder eine Einkaufsliste geschrieben, die besagt aber dann die Menge für vier Personen. Ich hoffe, dass dieses Rezept einigermaßen auch dem entspricht, wie das in Wirklichkeit halt im Schwabenländli gemacht wird. Also, Kartoffeln sind jetzt hier in meinem Topf. Da tue ich jetzt Wasser drauf. Zwei Brühwürfel tue ich da jetzt rein. Es gibt irgendwie mehrere Varianten. Die einen, die kochen halt die Kartoffeln mit dem Brühwürfel und die andere Fraktion scheinbar macht das hinterher in die Bechamelsoße rein. Ich finde aber die Variante, die Kartoffeln in einem Brühwürfel mit einem Brühwürfel zu kochen, finde ich viel besser, weil da kriegen die Kartoffeln von vornherein schon einen richtig genialen Geschmack. Kartoffeln sind auf dem Herd jetzt 10 Minuten, Viertelstunde kochen, bis die halt gar sind, aber nicht matschig. Und wir haben eine festkochende Kartoffelsorte genommen. Also während jetzt meine Kartoffeln am Kochen sind, habe ich mir jetzt schon mal eine Zwiebel runtergeschnitten. Kann man ja hier schon wunderbar sehen. Die ist aber nur optional. Und meine Fleischwurst habe ich da jetzt liegen, die werde ich jetzt auch in Stücke schneiden. So, dann schneide ich jetzt meine Fleischwurst schön in Scheiben runter. In der Bechamelkartoffel-Variante habe ich das ja eher so gewürfelt. Aber ich finde, das sieht hier jetzt bei dieser Variante doch einfach wesentlich besser aus, wenn das so in Scheiben gemacht worden ist. So, unsere Kartoffeln sind soweit fertig. Kann man wunderschön sehen, hier die Brühe da drin, die wollen wir natürlich jetzt nicht verlieren. Deshalb gießen wir das Ganze jetzt einmal hier durch ein Sieb durch. Kartoffeln kommen ins Sieb, Brühe kommt unten in die Schüssel. So, meine kleine Pfanne auf dem Herd, ein bisschen Butterschmalz hinein. Und jetzt werden wir uns mal eben schnell meine optionale Zwiebel anbraten und die Fleischwurst. So, schön die Zwiebel da schon mal rein. Und jetzt die Wurst hinterher. Das braten wir uns jetzt mal so ein bisschen an, damit wir ein bisschen Röstaromen bekommen. Man sieht das schon, wir haben jetzt schon so ein bisschen Röstaromen bekommen. Jetzt kann ich da gleich die Pfanne vom Feuer nehmen und dann können wir mit unserer Mehlschwitze anfangen. Meine Butter ist da jetzt gerade am Auflösen. Ich hole mir schon mal das Mehl und dann geht das gleich los. Ich habe jetzt hier so ganz normales Mehl, das tue ich mir jetzt hier hinein, löse mir das auf.
muss man so ein bisschen aufpassen, dass es keine Klumpen gibt, aber eigentlich geht das jetzt noch verhältnismäßig simpel und einfach. Man muss so ein bisschen sehen, dass man da ein bisschen was auch an Mehl untergebracht kriegt und dann soll das so ein bisschen andünsten, damit es so ein bisschen bräunliche Farbe bekommt und dann muss man mit der Temperatur runtergehen. Ja, okay. Du filmst schon? Bist schon on? Ja. Alles klar. So, wir haben jetzt so ein bisschen angegossen hier schon mit der Brühe. Ich gieße jetzt hier noch ein bisschen mit Sahne an, dass wir ein schönes Verhältnis bekommen zwischen Sahne und Brühe. Das macht dann nachher das Ganze so ein bisschen lockerer und gibt natürlich auch die Brühe einen richtig geilen Geschmack. So, jetzt gebe ich da ein bisschen an Essig zu. Und dementsprechend natürlich auch an Zucker, sonst ist das Ganze ja nur sauer. Das wollen wir natürlich nicht. Ihr müsst natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ihr könnt natürlich nicht, wenn ihr jetzt rein geschichtete, nicht schnittfähige Töpfe habt, könnt ihr natürlich nicht so wie ich verrückt hier drin rumkratzen. Dann geht euch das natürlich kaputt. Bei meinen Töpfen geht das. Die sind halt schnittfest. Ich musste jetzt gerade noch mal so ein bisschen nachjustieren, weil ich halt ein bisschen viel Mehl drin hatte und dann zieht das ja immer noch so ein bisschen nach. Ich tue da jetzt ein bisschen Schmand rein, beziehungsweise bei uns ist es kein Schmand, ich tue da jetzt Creme Fraiche rein, weil ich das leckerer finde, aber ich glaube in dem Original kommt da dann Schmand hinein. Ich habe eben schon mal kurz probiert, es fehlt uns noch ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Ich glaube, ein bisschen grob eingestellt, unsere Pfeffermühle gerade. Jetzt ist besser. Sehr gut. Sehr voll, ne? Am Anfang ja nicht. Aber das macht nichts. Ein bisschen Geschmack, Alter. Jetzt riecht das hier halt nach Pfeffer. Der Hammer. So, jetzt kommt unsere Kartoffel darunter. Lecker. Sehr gut. Und unsere Wurst und die Zwiebeln auch gleich hinterher. Dann werde ich das einmal gleich vorsichtig umrühren. Dann kommt noch ein bisschen Muskat dazu und dann sind wir fertig zum Anrichten. So, einmal vorsichtig unterheben. Die kaputt ist, ne? Genau, wir haben ja uns jetzt nicht hier die Mühe gegeben und haben da schöne Scheiben draus gemacht, um die jetzt kaputt zu machen. Das wäre natürlich super schade. So, das sieht doch klasse aus. Den zur Seite. Noch ein bisschen Muskatnuss oben drauf. Darf bloß nicht an diese Testenreibe kommen, dann ist der halbe Finger weg. So. Ein bisschen Petersilie noch. Voilà. Sieht das gut aus? Ja. Das glaube ich auch. Und ich weiß, dass es super gut schmeckt. Easy Rezept. Eigentlich einfach zu machen. Geht auch verhältnismäßig zügig. Das längste ist im Endeffekt das Warten auf der Kartoffel. Währenddessen kann man ja aber die Fleischwurst schon mal klein schneiden. Wenn man Zwiebel haben will, halt auch die Zwiebel kurz noch klein schneiden. Ja, also ich finde das absolut klasse. Und es ist für mich auch so der Konkurrent zu meinen Bechamelkartoffeln. Wobei die Bechamelkartoffeln aus meiner Kindheit kommen und das ja eher so ein bisschen mehr aus dem Süden kommt, wir ja so Nordlichter sind, wo halt die Bechamelkartoffeln immer vorhanden oder gemacht worden sind. Ja, wenn habt ihr noch irgendwelche Anregungen dazu oder irgendwelche Kritiken, dass ich irgendwas damit mal anders machen soll und nicht nur eine 2.0er-Version machen soll, schreibt das mal unten rein. Mache ich, ist kein Problem, mache ich auch gerne. Sollte euch dieses Video gefallen haben, einen Daumen abonnieren, würde ich auch geil finden. Glocke anmachen, dann verpasst ihr halt auch nichts bei uns. Nochmal Grüße raus an den netten Menschen, der mich auf diese Idee gebracht hat. Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht und ist echt klasse. Und Schatz, hast du noch irgendwas? Nein. Alles klar. Dann sagen Tschüss. Und Frank, und einen guten Rutsch wünschen wir euch auch noch. Bis zum nächsten Mal 2022. Bis dann. Ciao, ciao.